So, was geht? Ja, endlich mal wieder ein Money zu dem Guide, Digga. Und zwar natürlich zum neuen Clucking-Bell-Überfall und wie man diesen natürlich solo und stealth möglichst easy abschließt. Da heißt es mittlerweile auch schon so ein, zwei Wochen im Spiel, aber ich dachte, eine kleine Anleitung schadet trotzdem nicht. Denn gerade für Anfänger, die neu im Spiel sind, ist das wirklich eine relevante Sache, wie ich finde. Und auch allgemein tatsächlich finde ich gar keine schlechte Geldmachmethode. Weshalb? Genau das werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Gehört erst Müsli in die Schüssel. Und dann Ja, Marcel, danke für den Input. Digga, der Mann echt. Also, ich würde einfach sagen, wir starten rein in den Money Guide, Freunde. Sorry für die kleine Störung. Dieses Video wird euch natürlich mal wieder präsentiert von EasyStretcher.shop. Hier gibt es unfassbar geilen Qualitätsmerch von eurem Stretcher. Also schaut vorbei, EasyStretcher.shop oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, Freunde, folgt mal rein auf Twitch und Instagram. Kuss geht raus. So, es geht los. Also, ihr seid in einer GTA-Online-Lobby und als erstes bekommt ihr einen Anruf von Vincent, dass er mit euch sprechen möchte. Vincent, ja, ihr kennt ihn noch als damaligen Sicherheitschef vom Diamond Casino. Der gute Mann wurde dann ja entlassen und ist jetzt einfach mal Polizist, der uns einfach auf korrupte Art und Weise ein bisschen Kohle nebenher verschaffen will. Es erscheint dann also ein gelbes V auf der Map beim Polizeirevier und dort geht ihr eben dann hin für die Eröffnungs-Cutscene, in der euch Vincent seinen Plan erklärt. Und es geht anschließend dann auch direkt los mit der ersten Vorbereitungsmission. Ja, von ihr habt richtig gehört, es geht direkt los. Und wir haben keinen Cent für irgendeine Immobilie ausgegeben. Und das ist schon mal wirklich mega. Die Einstiegskosten sind einfach exakt 0 Dollar. Wann gab's denn sowas mal, Junge? Holy shit. Wenn ihr das Ganze schon einmal fertig durchgezockt habt, dann geht ihr eben auch wieder zum V auf der Map und das Ganze geht los eben ohne diese einmalige Eröffnungs-Cutscene, die schon durchaus relativ lang ist, aber genießt sie, guckt sie euch einmal an. Bei den nächsten Heists wird sie nicht mehr kommen. Der Heist geht mit bis zu 4 Spielern, wobei aber nur der Anführer wirklich vollen Payout bekommt und das ist sowieso ein Solo-Money-Guide, wie ihr es ja von mir gewohnt seid. Also ich gehe auch nur auf die Solo-Aspekte hier ein. Aber wie gesagt, theoretisch ist das Ganze auch mit Freunden möglich. Es gibt noch ein paar Dinge zu beachten, bevor ihr zum V auf der Map geht und die erste Mission startet, fordert euch ein persönliches Fahrzeug an. Ich habe in meinem Fall jetzt den gepanzerten Kuruma genommen. Den Vigilante könnte man zum Beispiel auch machen, also das Batmobil wäre bestimmt auch dafür gut geeignet. Oder für die Next-Gen-Leute vielleicht auch der bewaffnete Ignus, die MK2 oder so ein Kram, diese ganzen Zukunftsdinger, die gehen nicht, auch keine Helis etc. Das könnt ihr euch alles während der Mission nicht anfordern. Aber zur Not, wenn ihr keinen gepanzerten Kuruma oder sowas habt, wo ich mich aber dann tatsächlich auch fragen würde, wer hat den nicht? Also absolute OG-Legende dieses Fahrzeug, deswegen holt euch das Ding. Aber zur Not einfach irgendeinen schnellen Sportwagen oder so nehmen, einfach, dass ihr schnell von A nach B kommt, das ist wichtig bei den Missionen. Denn dieses Fahrzeug, wenn ihr euch das, bevor ihr startet, anfordert, wird das immer spawnen, wenn ihr die einzelnen Vorbereitungsmissionen startet. Und das macht es nachher natürlich einfach sehr easy und ihr spart euch Zeit. Deswegen, wie gesagt, bevor ihr zum V geht und die Mission startet, Fahrzeug anfordern und dann damit dorthin fahren. Außerdem natürlich eben gucken, dass ihr Snacks und Panzerungen habt, ist ja Stani, also da immer drauf achten. Und auch noch im Optimalfall habt ihr eine Immobilie, die in der Nähe eben dieser Polizeistation ist. Ich zum Beispiel habe da direkt gegenüber meine Agentur schon, seit die Agentur rauskam damals. Ihr könnt euch natürlich, falls ihr keine Agentur da habt, auch irgendwas anderes da in der Nähe holen. Das ist jetzt keine Pflicht, aber es spart euch wirklich Zeit. Holt euch da irgendeine Immobilie, die da im Raum ist, weil ihr euren Spawn dann eben auf diese Immobilie stellen könnt und dann eben direkt wieder beim Polizeirevier seid, um die nächste Mission zu starten. Dann geht das Ganze wirklich deutlich schneller, als wenn ihr das nicht machen würdet. Denn es gibt 5 Vorbereitungsmissionen und eine anschließend der Finalmission, die man immer dort am Polizeirevier startet. Das heißt, es ist schon sinnvoll, da irgendwie relativ zügig wieder hinzukommen. By the way, wenn es euch interessiert, Freunde, das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, könnt ihr auch nahezu ungeschnitten auf meinem Zweitkanal StretchBert euch reinpfeifen, wenn ihr sozusagen mal alle Details meines Durchlaufs, wie ich ihn euch heute erklären werde, sehen wollt. Ich dachte mir, vielleicht ist das als Ergänzung ganz geil zu so einem Money Guide, dass ich irgendwie auch so eine Uncut-Version vom Gameplay davon anbiete, falls jemand an einer gewissen Stelle irgendwie sich fragt, wie ich da was genau gemacht habe und man das irgendwie nicht im Video erkennen konnte, weil ich da irgendwie geschnitten habe oder so, weil das Video muss natürlich auch noch in irgendeinem sinnvollen Länge hier sein, dann einfach beim Video auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Zum ungeschnittenen Gameplay-Video geht es natürlich in der Infobox, die jetzt hier gerade in diesem Moment irgendwo aufgepoppt ist. So sollten wir auf jeden Fall im Zweifel jedes Detail irgendwie geklärt bekommen. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Also, 5 Vorbereitungsmissionen. Diese gehen wir jetzt natürlich Step-by-Step durch und ich versuche, alle wichtigen Hinweise und Tipps, die ich so habe, zu erwähnen. Und am Ende geht es dann natürlich noch zum Finale. Der erste Tipp von meiner Seite, einfach alle Missionen, auch das Finale, am Ende immer auf leicht spielen. Ihr bekommt genauso viel Geld und die Missionen sind logischerweise ein bisschen leichter, als wenn ihr sie auf normal oder schwer spielen würdet, was das Ganze deutlich angenehmer macht. Also, das auf jeden Fall immer machen. Auf schwer spielen lohnt sich meiner Meinung nach nicht, denn am Ende bekommen wir immer 500.000 Dollar nach dem Finale, wenn wir erfolgreich waren, natürlich logischerweise. Also macht ja Sinn, oder? Also, also egal ob leicht oder schwer, 500.000 Dollar gibt es immer. Kurzer Freestyle an der Stelle. Also, erste Vorbereitung, wir starten das Ganze. Die Mission heißt Schwarzgeldkasse und genau damit hat das Ganze auch zu tun. Relativ simpel eigentlich. Wir müssen 2 Spots abklappern, um dort das Geld zu klauen, was dann für den Heist verwendet wird anscheinend. Also so zumindest die Argumentation von der Storyline her. Da einfach erst zum Unternehmen A und dann zum Unternehmen B fahren. Jeweils davor natürlich kurz die Gegner ausschalten und dann drinnen natürlich auch die Gegner ausschalten. Ich laufe da immer noch schnell nach hinten in diesem Raum, wenn man dann drinnen ist. Denn da kommt zeitversetzt immer noch 1, 2 Gegner. Und das ist dann ein bisschen nervig, wenn man schon am Geld einsammeln ist und die noch kommen. Dann muss man wieder abbrechen, die Gegner killen und dann weiter einsammeln. Das nur als kleine Randnotiz.
Randinfo. Und dann, wie gesagt, wenn ihr alle Gegner gekillt habt, das gewaschene Geld aus den Waschmaschinen rausholen und mitnehmen, wieder raus aus dem Gebäude und dann natürlich zum zweiten Unternehmen fahren und da genau das gleiche machen. Und dann, wenn ihr das ganze Geld habt, zu Vincent zurück. Der Ort ist ja mit einer gelben Route auf der Map markiert, ganz simpel und easy. Und dort ist dann auch schon die erste Vorbereitungsmission fertig. Und da allein in dem Fall schon wieder richtig geil, oldschool mit dem Kuruma wirklich perfekt zu erledigen. Wenn man Gegner hat, man kann easy Drive-By aus dem Auto machen, ohne dass man wirklich Schaden nimmt. Perfektes Fahrzeug dafür, würde ich sagen. Weiter geht's dann mit der nächsten Vorbereitungsmission. Ich mache das einfach mal so, sobald ich fertig mit einer Vorbereitung bin, ich suche mir direkt eine neue Invite-Only-Lobby, dann spawne ich ja eben in meiner Agentur, da habe ich ja den Spawn eingestellt, verlasse dann direkt zu Fuß dort mein Gebäude, dort steht dann immer mein Kuruma, weil das ja mein persönliches aktives Fahrzeug ist. Vincent ruft mich an, ich fahre schnell rüber zum V und mache weiter mit der nächsten Mission. Das alles zum Thema Zeitersparnis nochmal kurz. In der zweiten Vorbereitungsmission dürfen wir endlich den legendären Zug mal fahren, Freunde. Es hat über 10 Jahre gedauert, bis wir da mal ran durften, auf ganz wild, aber wir müssen davor einen Laptop stehlen und wir müssen ein Hackergerät besorgen und dann erst zum Zug. Die beste Reihenfolge zu erledigen ist, dass ihr immer als erstes den Laptop am Del Perro Pier holt und dann zum Terabyte geht, denn der Terabyte ist in der Nähe, wo dann auch der Zug letztendlich losfährt. Macht zeittechnisch so am meisten Sinn von der Reihenfolge. Also auf jeden Fall erst zum Del Perro Pier fahren und auf dem Del Perro Pier kann dieser Laptop an circa 10 verschiedenen Spots rumliegen. Ihr bekommt auch ein Bild geschickt von Vincent von irgendeinem Typen, der den Laptop sozusagen hat, um das ein bisschen einfacher zu machen, dass ihr den findet. Aber dennoch, um euch noch mehr Zeit zu sparen, ein kleiner Profi-Tipp von mir. Sobald ihr in diesen Bereich im Del Perro Pier reinfahrt, einfach ein bisschen Drive-By mit einer nicht schallgedämpften Waffe rumballern, dann kriegt das auch jeder mit. Und dann seht ihr meistens auf der Map auch direkt ziemlich schnell einen roten Kreis, also wie so ein Gegner, der euch angezeigt wird. Das ist eben dieser Typ mit dem Laptop. Der wird euch angezeigt wie ein Gegner, rennt aber einfach nur von euch weg. Aber ihr seht dann, wo der losgerannt ist. Da liegt dann auch der Laptop. Das heißt, einfach durch den Bereich durchfahren, ein bisschen rumballern und dann sollte eigentlich zügig dieser Kreis spawnen. Und ihr seht direkt, wo der Laptop ist. Spart wirklich viel Zeit. Ich habe am Anfang richtig lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Und das ist einfach ein mega guter Tipp. Hat bei mir super geklappt. Und den Tipp habe ich auf jeden Fall von einem YouTuber namens Gillymaster. Also Grüße gehen raus an den Dog. Ist ein englischsprachiger GTA-YouTuber. Aber ich will hier nicht so tun, als hätte ich den Tipp selber rausgefunden. Habe ich mir abgeschaut. Kuss an den, bester Mann. Das auf jeden Fall machen, Freunde. Laptop einsammeln und dann weiter zur nächsten Location und zwar vom Terabyte. Da gibt es 3 verschiedene Locations, an denen der Terabyte spawnen kann. Das zeigt euch dann jeweils immer einen kleinen Bereich, in dem der Terabyte steht. Ist auch immer in diesem Bereich relativ easy zu finden, das Ganze. Es ist ja ein großes Fahrzeug, es ist halt ein Terabyte. So gut kann man den gar nicht verstecken. Beim Terabyte, wenn ihr den dann gefunden habt, müsst ihr aufpassen, da fliegen ein paar Drohnen drumherum. Die spawnen da immer in so Dreiergruppen und wollen euch irgendwie totschießen oder schocken euch oder was weiß ich was. Also einfach die Drohnen möglichst schnell ausschalten. Ihr könnt theoretisch mit einem RPG auf den Terabyte draufballern und wenn ihr das richtig timed, jedes Mal alle 3 von den neu gespawnten Drohnen erwischen. Habe ich probiert, hat nicht ganz geklappt. Einfach im Zweifel mit der automatischen Schrotze draufhalten und dann ist das auch relativ easy gemacht. Und wenn dann alle Drohnen weg sind, könnt ihr in den Terabyte rein, das Hackergerät euch schnappen und wieder raus. Und dann geht es eben als letztes in der Vorbereitungsmission hier noch zum Zug, um den eben zu stehlen. Dafür müsst ihr dorthin fahren. Location wurde hier angezeigt. Dort eben einfach alle Gegner killen, bis irgendeiner von diesen Gegnern einen Zugschlüssel droppt. Ihr könnt eigentlich, wenn ihr ein bisschen ungeduldig seid, auch erstmal mit ein paar Granaten die Autos in die Luft sprengen. Wie ihr wollt, auf jeden Fall braucht ihr diesen Zugschlüssel. Das Gute ist ja bei diesen ganzen Gunfights, wir spielen die Missionen ja auf leicht. Die Gegner sind wirklich schlecht. Die treffen euch nicht wirklich. Also die Gunfights sind wirklich simpel, den ganzen Heiß, muss man sagen. Ihr sammelt, wie gesagt, den Schlüssel ein, steigt dann in den Zug vorne ein und heizt einfach los mit dem Ding. Was geht denn ab? Und dann natürlich noch darauf achten, wenn ihr mit dem Zug losfahrt, einfach dauerhaft Vollgas geben und ab und zu kommt dann eine Ampel. Da zeigt es euch dazu auch noch einen Bereich auf der Map an. Sobald ihr in diesem Bereich drin seid, müsst ihr einmal die rechte Pfeiltaste drücken, damit die Ampel gehackt wird, damit ihr auch mit dem Zug einfach durchheizen könnt. Eigentlich, wie gesagt, wirklich sehr simpel. Ihr müsst nichts anderes machen als Vollgas geben und ab und zu mal rechte Pfeiltaste drücken. Und das macht ihr so lange, bis ihr durch ein paar Ampeln durch seid. Irgendwann endet ihr in einem Tunnel und dann kommt eine abschließende Cutscene. Die Gegner, die euch da beschießen, die sind eigentlich wirklich nicht relevant. Ich habe da gefühlt keinen Schaden bekommen von denen, deswegen braucht ihr da gar nicht groß aus dem Zug rausballern. Einfach Gas geben, Ampeln hacken, bis die Cutscene kommt. Somit ist dann auch die zweite Vorbereitungsmission erfüllt und weiter geht's natürlich mit der nächsten. Wir können bei den nächsten 2 Vorbereitungsmissionen selber die Reihenfolge uns aussuchen. Ich mache sie einfach in der Standardreihenfolge, wie sie da stehen, also zuerst die Waffen besorgen. Dafür werden euch 3 verschiedene Locations auf der Map angezeigt, A, B oder C. Ihr bekommt auch eine Nachricht von Vincent mit ein paar Bildern dazu. Ich empfehle euch einfach, nehmt die Location B. Die geht sehr zügig und man bekommt auch ein gutes Waffenpaket dort. A wäre wahrscheinlich das schnellste, aber es sind auch die schlechtesten Waffen. C wäre irgendwie übertrieben. Also ich finde da B auf jeden Fall den besten Kompromiss, meiner Meinung nach. Ihr habt auf jeden Fall bei allen 3 diesen Waffenpaketen eine Waffe mit Schalldämpfer dabei. Das heißt, theoretisch ist das Finale mit jedem dieser Waffenpakete möglich, auf Stealth zu spielen. Aber wir machen jetzt mal B, finde ich einfach die beste Lösung. Also, wir fahren dahin. Der Spot ist im Meer auf einer Yacht. Also, wir fahren an den Strand in Del Perro. Dort stehen dann auch Jetskis bereit. Einfach auf ein so ein Ding draufsetzen, schnell zum Schiff hinfahren. Geht dann auf das Schiff drauf und dann müsst ihr auch nur direkt unten rein. Also, ihr müsst ja gar nicht groß an Deck gehen. Einfach die Gegner da unten killen, die da, ich sag mal, im Maschinenraum unterwegs sind. Schnappt euch dann die Waffen. Bei den Waffen in der Nähe ist dann auch so eine Tür, wo es dann doch ins Schiff reingeht, weil ihr eben noch die Panzerung euch schnappen wollt. Wenn ihr dann im Schiff drin seid, eigentlich
direkt geradeaus und rechts, schnell die Panzerung schnappen, ein, zwei Gegnernacht erledigen und dann direkt wieder raus, auf gleichem Wege sozusagen, wie ihr reingekommen seid. Ihr seht ja, wie mein Laufweg im Hintergrund war, das ist nicht kompliziert, echt easy eigentlich. Und dann hockt ihr euch wieder auf eins der Jetskis, fahrt wieder zurück zum Strand, hüpft wieder in euren Kuruma rein und bringt das Ganze eben zu Vincent. Ihr müsst dann noch schnell auf eure Nachrichten im Handy gehen und eben die Waffen und Panzerung auswählen, die ihr genommen habt und dann bestätigen und dann passt das und die Mission ist wirklich fertig. Das ist irgendwie weird, dass man das machen muss, finde ich, aber es hat damit zu tun, dass man theoretisch alle drei Spots ausrauben kann und dann im Finale nachher irgendwie noch andere Waffen auswählen kann. Finde ich komplett unnötig. Also Waffen und Panzerung vom Spot B besorgen, zu Vincent bringen, beides über SMS bestätigen und dann ist die Mission fertig. Weiter geht's dann mit dem Fluchtfahrzeug. Das ist dann in der vierten Vorbereitungsmission zu besorgen. Da wieder eigentlich ziemlich gleiches Prinzip. Es gibt wieder drei verschiedene Spots. Einmal mit eher läschen Karren, einmal mit ein bisschen schnelleren Autos, einmal mit Militärautos. Immer eines von drei verschiedenen möglichen Autos wird dort eben spawnen, das ihr klauen könnt. Ich finde auch da wieder bei den Fahrzeugen beim Spot B die beste Lösung, also die schnellen Autos. Denn zu langsam wäre irgendwie auch Lash und raubt nur unnötig Zeit und Militär wird dann aber auch wieder ein bisschen zu unnötig, weil das brauchen wir alles gar nicht. Macht, denke ich, Sinn so. Also bin ich zu Spot B gefahren, was ich euch auch empfehlen kann. Hab da die Gegner gekillt, mir in meinem Fall den Jugular geschnappt. Das Wegfahren war dann ein bisschen stressig, weil man aus diesem Bereich irgendwie nur über diese Rampen rauskam. Diese Rampen waren aber mit Geländewägen blockiert in meinem Fall. Hat dann aber auch geklappt, also das kriegt auf jeden Fall, denke ich, jeder hin. Das gestohlene Auto müsst ihr dann noch nach Palito Bay bringen, um es dort eben abzustellen, wenn ihr nachher euer Finale spielt, dass ihr das auch als Fluchtauto nehmen könnt. Ich bin sogar einmal gestorben dann auf dem Weg nach Palito Bay, aber macht auch nichts. Ich bin halt ein Amateur, aber dennoch, wie gesagt, macht euch da keinen Stress. Das passiert den Besten oder auch wirklich den Schlechtesten. Wenn das Auto dann zu arg kaputt ist, weil schon zu viel draufgeballert wurde oder sonst was oder ihr einfach nicht fahren könnt, so wie ich, dann müsst ihr noch schnell einen Zwischenstopp bei Alice Customs machen in Palito Bay. Aber auch das kostet euch nichts und zieht eigentlich auch kaum Zeit, weil es wirklich auf dem Weg liegt. Die Benachrichtigung kriegt ihr dann, wenn ihr oben in Palito Bay seid. Und dann anschließend eben das Auto in die Garage parken und fertig ist auch diese Vorbereitung. Auch die Autos müsst ihr wieder so komisch übers Handy bestätigen an Vincent, weil man auch da theoretisch alle drei Autos, glaube ich, klauen kann und abstellen kann und dann sich irgendwie im Finale aussuchen kann, welches man nimmt. Und dann sogar, wenn man das Finale doch auf schwer spielt, irgendwie noch $20.000 mehr bekommen sollte. Ob das wirklich so stimmt, weiß ich auch nicht, aber sowas habe ich gehört. Meiner Meinung nach wäre das eh nur Zeitverschwendung, also ein Auto klauen. Ich empfehle, wie gesagt, Spot B, die schnellen Autos, dann bestätigen an Vincent und weitermachen. Jetzt kommt die fünfte und letzte Vorbereitung und auch die entscheidende, wenn es darum geht, dass ihr den Heist Stealth spielen wollt, was ich euch auf jeden Fall empfehle, denn darum geht es ja in meinem Guide. Also als erstes müsst ihr in der Vorbereitung Richtung dieses Clarkin Bell Gebäudes fahren, dann aber doch erst noch zwei Autos hacken. Dafür müsst ihr nur nah hinter diesen zwei Vans herfahren, dann wenn ihr in diesem Bereich seid, rechte Pfeiltaste drücken, die schießen dann irgendwann zwar auf euch, aber wenn ihr zum Beispiel wie ich im gepanzerten Kuruma seid, seid ihr gefühlt eh immun gegen normale NPC-Schüsse. Ihr könnt die nach dem Hacken dann auch killen, wahrscheinlich könnt ihr die auch währenddessen killen. Ich wusste noch nicht sicher, ob dann irgendwas passiert. Die lassen dann auch ein Outfit fallen, das Clarkin Bell Outfit, das könnt ihr dann auch anziehen. Ich habe das schnell gemacht, ich weiß auch nicht wirklich, ob das nötig ist und euch viel bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es tut jetzt auch nicht weh, zieht jetzt auch nicht mega viel Zeit, also macht das einfach sicherheitshalber mal, schadet auf jeden Fall nicht. Dann wie gesagt einmal noch das zweite Auto schnell hacken und weiter geht's. Denn anschließend bekommt ihr eben die Location von diesem Kartellgebäude, fahrt dann logischerweise dorthin und wenn ihr dann da drin seid, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht erwischt werdet und noch ein paar andere Sachen beachten, denn sonst geht das ganze Finale nachher nicht auf Stealth. Und zwar müsst ihr alle vier dieser Trucks sabotieren und die müssen auch alle heile bleiben. Ihr müsst die Überwachungskameraaufnahmen löschen und dürft eben nicht von anderen Wachen entdeckt worden sein und logischerweise müsst ihr auch noch eine Schlüsselkarte holen. Dafür seid ihr ja in diesem Gebäude. Ihr seht ja im Hintergrund, wie ich gelaufen bin. Ich habe da die erste Wache an diesem Van ausgeschaltet, natürlich nur mit Schalldämpfer. Dann eben den anderen beim ersten Truck, hab dann den nächsten Truck noch sabotiert. Dann an den anderen beim ersten Truck, hab den auch sabotiert anschließend. Hab dann noch den nächsten Truck sabotiert, dann die nächste Wache geholt und dann logischerweise noch die zwei anderen Trucks sabotiert. Ihr müsst das nicht 1:1 machen wie ich, aber so hat es auf jeden Fall bei mir geklappt. Und wenn ihr wirklich gar keinen Plan habt, macht es einfach so wie bei mir. Dann habe ich natürlich die drei Wachen, die dann vor mir da standen, noch weggeknipst und bin dann in diesen kleinen Sicherheitsraum gegangen, um dort eben die Kameraaufnahmen zu löschen. Ich glaube, diese Kamera direkt vor diesem Sicherheitsraum stellt keine Gefahr dar, weil der Sichtpegel war auch nicht rot oder sowas. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man eben dieses Clarkin Bell Outfit anhat und die einen sozusagen nicht als Gegner erkennen und falls man das nicht anziehen würde, dass man dann da aufpassen muss. Könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwie so damit zusammenhängt. Im Zweifel könnt ihr die auch einfach, wenn ihr sicher gehen wollt, kaputt machen oder wartet, bis ihr wegschwenkt und dann geht ihr dann vorbei. Spätestens, wenn ihr dann im Sicherheitsraum die Kameras ausschaltet und die Aufnahmen löscht, ist es sowieso egal. Und dann eigentlich, wenn ihr aus dem Sicherheitsraum wieder rauslauft, direkt links in diesem Regal liegt dann der Bohrer, den ihr braucht, um die Spinde aufzubohren, in den sich die Schlüsselkarte versteckt. Ich habe das kurz vergessen, während ich das Gameplay erspielt habe und dann, nachdem ich erst die zwei nächsten Wachen noch gekillt habe, ist mir das wieder eingefallen. Ich habe den schnell geholt. Ihr seht ja, wie ich es sozusagen im Hintergrund gemacht habe. Ihr könnt das, wie gesagt, auch direkt mitnehmen, wenn ihr aus dem Sicherheitsraum rauskommt und dann weitermachen oder ihr killt erst alle Wachen und holt dann die Bohrer, wie auch immer. Ihr seht ja im Hintergrund, wie ich dann nach und nach alle Wachen noch ausgeschaltet habe, eben schön mit Schalldämpfer und ohne entdeckt zu werden. Und dann eben, nachdem ich die letzte Wache ausgeschaltet hatte, wie ich da angefangen habe, mit dem Bohrer die Spinde aufzubohren, um eben die Schlüsselkarte zu bekommen. Es gibt je Raum zwei Spindschränke, also insgesamt vier mögliche Locations, in denen die Schlüsselkarte sein könnte, mit immer eben ein paar Fächern, die man da aufbohren muss. Der erste, an dem ich da wirklich gebohrt habe, war letztendlich auch der, wo die Schlüsselkarte drin war, aber ich wusste das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe dann mal abgebrochen, denn sobald man das erste Mal anfängt zu bohren, kommen nochmal neue Wachen rein. Ihr könnt dann auch am besten unentdeckt nochmal alle killen und dann passt das und dann könnt ihr wirklich weitermachen. Oder sollten die euch entdecken, läuft so eine Art Balken ab, in dem ihr Zeit habt, solange
dieser Balken noch existiert, diese Wachen eben zu killen, ohne dass sozusagen Informationen nach außen gelangen. Also ihr könnt das Finale dann trotzdem Stealth weitermachen, obwohl die Wachen vor Ort euch sozusagen entdeckt haben. Also selbst wenn ihr doch mal irgendwie allgemein entdeckt werdet, während dieser gesamten Mission einfach schnell rumrennen und so schnell es geht, eben solange dieser Balken noch abläuft, alle Wachen killen, die ihr irgendwie da feststellen könnt, dann bleibt ihr auf jeden Fall trotzdem auf Stealth. Ich in meinem Fall wurde gar nicht entdeckt, deswegen kam dieser Balken bei mir gar nicht. Ich habe die neuen Wachen einfach unentdeckt noch geholt. Ihr könnt, wie gesagt, auch theoretisch direkt, wenn ihr reinkommt, euch entdecken lassen, dann innerhalb kürzester Zeit sozusagen alle Wachen ausschalten. Das sollte zeitlich sogar theoretisch reichen. Ich habe da ein bisschen Schiss, ich mache das lieber systematisch ein bisschen auf ruhig, bleib so gut es geht unentdeckt. Aber im Zweifel geht es sozusagen so, vielleicht sogar schneller. Müsst ihr selber für euch entscheiden. Ich habe so gemacht, wie ihr es bei mir im Hintergrund seht und kann es euch so auch empfehlen. Also ich habe dann anschließend weitergebohrt, als alle Wachen wirklich tot waren, aber eben an einem anderen Spind, wo ich angefangen hatte. Die Schlüsselkarte war dann letztendlich doch in dem Spind, in dem ich ursprünglich mal angefangen hatte zu bohren. Und falls ihr die Schlüsselkarte dann wirklich habt, könnt ihr auch direkt gehen. Falls ihr noch irgendwie währenddessen diese Geldbeutel einsammelt, gibt es noch ein bisschen extra Cash anschließend. Ihr könnt auch alle Spinde aufbauen, um sozusagen das Maximum an Cash mitzunehmen. Für mich lohnt sich das, finde ich, zeitlich nicht, weil es dann nicht um wirklich viel Geld geht, eher so um 5.000 bis 10.000 Euro. Also, Schlüsselkarte mitgenommen und dann geht's wieder raus aus dem Gebäude und dann außerhalb vom Gebäude schnappt ihr euch den Tieflader, der da steht, den ihr dann noch zu Vincent bringen müsst. Und wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und sozusagen nicht entdeckt wurdet, die Kameraaufnahmen gelöscht habt und alle Trucks sabotiert habt, zeigt euch das oben im Screen links noch eine Meldung an, wo eben steht, dass ihr das Finale unbemerkt starten könnt. Also, es hat geklappt, Freunde. Ihr bringt dann noch den LKW, wie gesagt, zum Unterschlupf und dann seid ihr ready fürs große Finale. So, letzte Vorbereitung abgeschlossen. Finale steht an. Neue Lobby suchen, in der Agentur spawnen. Ihr wisst ja, wie es läuft, Freunde. Ach ja, und by the way, Freunde, wir spawnen jetzt hier immer in der Agentur, aber falls ihr euch auch wirklich für das Agentur-Business interessiert, geht es hier oben in der Infobox natürlich auch noch zu meinem Agentur-Money-Guide. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei im Anschluss dieses Videos. Freunde, ihr wisst, ich brauche eure Watchtime. Ich küsse eure Herzen für den Support. Danke für eure Watchtime, Freunde. Ich habe euch lieb. Aber zurück zum Finale. Wir gehen raus aus der Agentur zum großen V auf der Map. Ah, Echo. Na, grüß dich, mein Lieber. Alles gut? Da hast du in einer Art und Weise durchaus recht, ja? Wir gehen jetzt zum V und starten dort das Hashtag Finale. Oh nein! Also, weil wir Stealth vorbereitet haben, Freunde, kommen wir eben über diese Kiste da heimlich rein in das Gebäude und dann geht's los. Ihr habt dann ausgerüstet das Hackergerät und eben euer gestohlenes Waffenpaket. Ich nehme da immer die taktische MP, weil die eben den Schalldämpfer hat. Wichtig. Und im ersten Raum müsst ihr da erstmal die drei Wachen killen. Wie gesagt, ihr seht's ja, wie ich es im Hintergrund etwa mache. Kriegt, glaube ich, jeder gut hin. Dann müsst ihr dann nach links, um in den nächsten Raum zu gelangen, müsst ihr aber eine Box kaputt schießen, damit sich das Tor öffnet. Da würde ich dann kurz aufpassen, weil ihr seht ja den Sichtkegel von dieser Wache. Die schaut dann manchmal noch in eure Richtung. Ich warte einfach, bis sie sich umdreht und wieder wegläuft. Und auch hier, wie gesagt, ihr müsst es nicht 1:1 wie ich im Finale machen. Mache jetzt hier auch nicht den ultra perfekten Durchlauf vom Finale, aber es hat auf jeden Fall gut geklappt und ihr könnt euch daran orientieren, sage ich mal. Eben logischer GTA-Menschenverstand, immer gucken, dass man die Wachen zügig unentdeckt ausschaltet. Ihr kriegt das, glaube ich, alle ganz gut hin. Ich habe den, der wegläuft, dieser Wachen tatsächlich immer in Ruhe gelassen, bis er wirklich am Ende des Ganges dann stehen bleibt. Und dann habe ich eben nach und nach alle Wachen, an denen er auf dem Weg dorthin vorbeigeht, geholt. Den allerersten eben links und dann die zwei rechts daneben, die so nah aneinander stehen, recht zügig hintereinander, weil die eben sonst Alarm schlagen würden. Ganz am Ende des Ganges stehen dann auch noch zwei Wachen, die sich da aber dann wegdrehen und weiterlaufen, sobald man denen zu nahe kommt. Die habe ich auch einfach weiterlaufen lassen und dann konnte ich auch ihn am Ende in Ruhe ausschalten. Dann noch den einen, der da so komisch quer hin und her läuft. Wie gesagt, ihr müsst das nicht 1:1 so machen, aber so hat es auf jeden Fall irgendwie geklappt. Und man muss ja logischerweise auch jedes Mal gucken, wie es eben vom Timing wirklich passt. In meinem Fall konnte ich dann eben zum ersten Coke-Lager und das ist ja der Sinn dieses Überfalls. Wir wollen ja das Coke dieser tollen Organisation stehlen und verhökern, vielleicht noch ein bisschen Bargeld mitnehmen und damit einfach unser Cash machen. Da unten im Lager ist es eigentlich auch ganz easy. Ihr nehmt einfach alle diese drei Kollegen, die da unten stehen, hops, schaltet die nacheinander ganz easy aus, schnappt euch natürlich die gesamte Ware dort unten, dann könnt ihr wieder hoch und weiter in den nächsten Raum. Dort steht dann links direkt eine Wache, die habe ich als erstes geholt und dann noch geradeaus auf der anderen Seite der Produktionslinie. Dann habe ich auch noch kurz gewartet, weil es kommt uns noch eine Wache entgegen. Die habe ich dann auch, sobald sie da war, geholt. Ich habe dabei schon, weil ich ein bisschen in die Richtung gelaufen bin, einen Büroschlüssel gefunden, der auf dem einen Tisch liegt. Der spawnt entweder da, rechts auf diesem Tisch oder in einem nächsten Raum, wo ihr dann anschließend reingeht. Genau auf einem ähnlichen Tisch, der eigentlich ziemlich gleich aussieht. Da lauft ihr auch automatisch vorbei, wenn ihr die richtige Route nehmt. Und falls ihr sozusagen nicht in diesem Raum spawnt, spawnt ihr dann im nächsten Raum. Wird euch auf jeden Fall auch auf der Map angezeigt, da könnt ihr eigentlich nicht vorbeilaufen. So, den habe ich auf jeden Fall eingesammelt im Büroschlüssel und dann kam die Wache uns auch entgegen. Bin nochmal ein bisschen zurück, hab die dann geholt, sobald sie hier drinnen war. Und dann muss ich zugeben, war ich kurz mal wieder ein bisschen lost und anstatt nämlich in diesem Raum, wo ich gerade sozusagen alle Wachen gekillt habe, erstmal das Coke-Lager zu raiden, bin ich weitergelaufen und habe im nächsten Raum schon mal die nächsten zwei Wachen geholt. Eine steht da und guckt nur sozusagen in unsere Richtung und dann muss man noch auf den anderen warten, der läuft so immer hin und her. Den habe ich dann anschließend als zweites geholt. Aber zur Sicherheit würde ich euch empfehlen, holt erst diesen einen, der da hin und her läuft. Also wartet kurz, bis der sozusagen vorbeiläuft, schaltet den aus und dann schaltet erst den aus, der euch da anschaut. Weil je nach
nachdem, aus welcher Richtung kommt, bei mir hat es jetzt geklappt, aber wenn er von der anderen Richtung wieder kommt, würde er die Leiche des anderen Kollegen sozusagen erst entdecken, was ja nicht so gut wäre. Also, wenn ihr sicher gehen wollt, macht das anders, als ich es gemacht habe. Und wie gesagt, am besten erst in dem Raum davor noch das Koklager sich holen. Das ist mir dann auch aufgefallen. Moment mal, ich habe ja scheinbar was vergessen. Bin dann nochmal zurück. War ja nicht schlimm. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wieso ich so komisch durch die Gegend laufe. Aber ich dachte mir, eigentlich muss ich ja auch mein Image wahren als total loster GTA-YouTuber und deswegen passt das Gameplay so perfekt zum Video. Also, mit der Schlüsselkarte den Lagerbereich öffnen, dort dann schnell die zwei Wachen holen, da hinten links dann erstmal das Brecheisen aufsammeln und dann müsst ihr eben die Kisten aufmachen, bis ihr die zwei restlichen Coke-Pakete habt. Dann könnt ihr wieder raus und weiter durch die eigentliche Anlage Richtung Büro laufen. Also, wieder durch den nächsten Raum, in dem ich ja bereits die beiden Wachen geholt habe und dann in die Route weiterlaufen. Hinter dem nächsten Eck steht dann noch eine Wache, die man easy killen kann. Die steht da nur, glotzt in unsere Richtung, aber easy. Und hinter dieser Ecke sozusagen dann nochmal stehen zwei Leute vorm Büro. Die könnt ihr auch schnell hintereinander ausschalten und dann haben wir erstmal alle Wachen erledigt, was schon mal sehr gut ist. Dann können wir mit Hilfe des Schlüssels, den wir ja sozusagen gefunden haben vorhin, ins Büro rein, um da den PC zu hacken. Wenn das passiert ist, müssen wir nur noch mit dem Hackergerät rumlaufen und noch drei PCs finden, um den gesamten Tresorcode rauszufinden. Dieses Hackergerät wählt ihr eben übers Waffenrad aus, das haben wir ja sozusagen mit dabei. Und auf dem Hackergerät seht ihr sozusagen die Balken und wenn die blau angezeigt werden, ist es eben wie früher beim Kindergeburtstag auf Topfschlagenbasis, falls das heutzutage noch irgendjemand kennt, warm oder kalt. Also ihr wählt erst die Richtung aus, wenn das blau leuchtet das Ganze, geht ihr in diese Richtung und ändert nicht mehr die Richtung sozusagen und dann führt das euch zum richtigen PC. Relativ simpel, das Ganze macht ihr dreimal hintereinander, also ihr müsst es auch in der richtigen Reihenfolge sozusagen machen. Und dann habt ihr eben die drei PCs gefunden, habt die drei Zahlen für den Tresor, geht dann zurück ins Büro und könnt eben diesen Tresorcode eingeben, stehlt noch das Bargeld und dann wird es Zeit, dass wir die Fabrik verlassen, weil der Alarm geht an, das ist normal, ihr seid noch nicht entdeckt, aber der Alarm geht los und wir sollten schleunigst verschwinden. Das können wir auch direkt dort hinten dann machen, die Box wieder kaputt schießen, dass dieses eine Tor aufgeht und wir können raus aus dem Gebäude. Dazu am besten direkt raus und rechts abbiegen und dann an der rechten Hauswand sozusagen zwischen Haus und Truck langlaufen. Da könnt ihr dann auch ungestört um die Ecke laufen. Die erste Wache, die dann sozusagen da im Weg steht, könnt ihr ausschalten und ihr könnt auch dann die nächste Wache bei dem Pickup danach ausschalten. Dann steht dort noch eine Wache an so einem Container, den könnt ihr auch wegknipsen und dann fehlen nur noch zwei Wachen, die im Weg sind, auf dem Weg zur Garage. Die seht ihr dann ja, der eine läuft so ein bisschen hin und her und der andere steht einfach neben dem Garagentor. Ich habe tatsächlich erst den rechts mir geholt, der so ein bisschen in meine Richtung kam. Dann auch schnell den am Tor. Könnt es eigentlich wahrscheinlich auch andersrum machen. Ganz wie ihr wollt. Hauptsache ihr macht eben zwei Headshots, dass die auch beide dood sind. Und dann ist der Weg frei zum Fluchtfahrzeug. Ihr geht in die Garage rein, steigt ins Fahrzeug rein und fahrt los. Und dann draußen auch wieder, sag ich, direkt geradeaus oder so ein bisschen rechts fahren, direkt auf die Schienen drauf und dann auf den Gleisen einfach straight Richtung Sandy Shores brettern. Da kommt sogar noch so ein Polizist, der an den Gleisen wartet, weil es natürlich ein logischer Fluchtweg ist. Ich habe den dann auch noch geholt, so voll unnötig angehalten und einen Headshot verpasst, was voll unnötig war, weil im Endeffekt hat mich das Polizeiauto, was kurz danach kam, trotzdem irgendwie gesehen. Das ist voll weird, da an den Gleisen gespawnt. Keine Ahnung, was das da zu suchen hatte. Aber ganz einfach, ihr fahrt auf die Gleise und brettert einfach durch. Scheißt auf den. Den müsst ihr gar nicht killen. Zur Not überfahrt ihr den oder fahrt einfach vorbei. Selbst wenn ihr entdeckt werdet, ist das kein Problem. Auf den Schienen seid ihr sozusagen safe. Und ihr brettert auf den Schienen so lange, bis ihr dann da bei Sandy Shores in der Nähe seid. Und dann könnt ihr da auch auf die normale Straße und Richtung Innenstadt fahren. Und ab da macht es dann auch Sinn, zu gucken, dass ihr die Cops loswerdet. Was dann gerade auch mit so einem schnellen Auto, wie zum Beispiel dem Jugular, eigentlich wirklich kein Problem ist. Vor allem, wir haben das Finale ja auch auf einfach gestartet. Also die sind wirklich nur mit drei Sternen da unterwegs. Da passiert euch nicht viel. Ihr braucht davor auch nicht versuchen, die Cops loszuwerden, also dass ihr irgendwie in Palito Bay direkt im Tunnel stehen bleibt und euch denkt, ich warte einfach ab, dann habe ich den Stress schon mal hinter mir. Das wird nicht klappen. Erst wenn ihr in der Nähe der Innenstadt seid, könnt ihr die Cops wirklich loswerden. Wichtige Info, nicht, dass ihr da unnötig Zeit verschwendet. Wenn ihr so fahrt wie ich im Hintergrund, ihr seht es ja, dann solltet ihr die wirklich zügig losgeworden sein. Und selbst wenn ich, fahrt trotzdem so wie ich von der Route her, weicht einfach so gut es geht immer den Cops aus, falls doch welche kommen sollten und nehmt dann diesen Feldweg da rechts hoch Richtung City. Denn kurz nachdem ich da den Mountainbiker, der einmal nur in Ruhe Fahrrad fahren wollte, mies überfahren hat, kommt ja so eine kleine Brücke oder einen Tunnel. Und da könnt ihr dann im Zweifel einfach noch kurz drinnen stehen bleiben und dann solltet ihr spätestens die Cops los sein. Ich hatte zum Beispiel meine Sterne schon weg, bevor ich unter diesem Tunnel durchgefahren bin und konnte deswegen direkt weiterfahren. Ist sowieso mit einer der schnellsten Routen in die Innenstadt und wie gesagt, zur Not könnt ihr spätestens da eure Sterne loswerden. Dann natürlich eben die Beute zu Vincent bringen, diese schöne Cutscene am Ende genießen und dieser Typ, der euch auch beim legendären Caio Perico heißt, das Cash überreicht, überreicht euch auch jetzt wieder das Cash. Bester Mann an der Stelle. Low-key underrated. Ich will von dem Typen auf jeden Fall ein Poster in meinem Zimmer haben. Ja, und das war's dann auch zum Heist. Wir bekommen $500.000 Payout und wenn ich richtig informiert bin, gibt es anschließend eine einstündige Cooldown-Zeit und man kann anschließend das Ganze erneut starten und nochmal 500.000 verdienen. Das waren meine Infos zum Heist und jetzt bringe ich das natürlich noch schnell zu meinem Fazit, Freunde.
Ja, Fazit, warum ist das so gut für Anfänger? Wir haben $500,000 Payout in circa einer Stunde. Wenn man ein bisschen Routine drin hat, ist es auf jeden Fall sehr realistisch, dass man das in einer Stunde packt. Ist, finde ich, natürlich nicht überkrass. Theoretisch mit dem Cardio macht man immer noch meistens doppelt so viel, aber man hat keine Kosten für Immobilien gezahlt. Das heißt, jeden Cent, den man da verdient, ist direkt Profit, was schon mal sehr, sehr stark ist. Und man kann das Ding vor allem als Low-Level direkt am Anfang starten, ohne irgendwie Einstiegskosten oder sonst was, was mega stark ist. Und ich finde vor allem auch, die Missionen machen Laune, das Ganze bockt. Und dadurch, dass wir das Ganze auf leicht spielen können und trotzdem das gleiche Geld bekommen, ist es nochmal auch sehr anfängerfreundlich, weil die Gunfights echt nicht schwer sind. Man kann da Oldschool mit dem gepanzerten Kuruma rumbrettern, mit der AP-Pistole alles erledigen, also das ist irgendwie einfach echt geil gemacht. Klar, wir werden dazu gezwungen, aber wenn man dazu gezwungen wird, kann man es, denke ich, auch genießen. Man darf vor allem mal Zug fahren, was ein richtig geiles Feature ist, und es macht wirklich einfach Laune, muss ich sagen. Und dafür hat das Ganze wirklich mit einer Stunde sozusagen eine echt angenehme Länge, also es zieht sich nicht zu lang. Finde ich wirklich gut vom Gameplay, kann man echt öfters mal spielen. Dafür dann $500,000 zu bekommen, ist auch eigentlich absolut konkurrenzfähig mit anderen Unternehmen. Klar, es ist jetzt kein KOP Perico heißt, kommt vielleicht auch nicht ganz an den Dr. Dre heißt bei der Agentur ran, aber ich finde zum Beispiel den Agentur heißt deutlich nerviger irgendwie. Ist natürlich auch Geschmackssache, umso besser, dass wir jetzt verschiedene Möglichkeiten sozusagen haben. Und beim allerersten Mal durchspielen, als Anführer gibt es auch nochmal $250,000 Bonus obendrauf. Auch wieder sehr, sehr stark für gerade neue Spieler, $750,000 einfach mal zu machen. Und deswegen auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, gerade für einen perfekten Start in GTA Online 2024. Und genau zu diesem Thema wird auch in den kommenden Wochen ein neues Video kommen, eben als 2024-Version. Ihr wisst ja, Freunde, diese Videos bringe ich jährlich eigentlich. Sobald das Ganze online ist, wird das natürlich auch hier in der Infobox verlinkt sein, damit ihr da nochmal schauen könnt, ob ihr wirklich alles beachtet habt. Oder ihr könnt es natürlich auch irgendeinem Freund schicken, der gerade frisch in GTA Online gestartet ist. Ich bin für euch da, Freunde, macht euch gar keinen Kopf. Also auf jeden Fall vorbeischauen, Freunde, das war's jetzt mit meinem Guide zum Clucking Bell Heist. Ich muss sagen, nachdem ich mir das Ganze ein bisschen näher angeschaut hatte, war ich wirklich positiv überrascht. Es ist eine sehr gute Geldmachmethode. Es ist auch in einer sehr guten Nische, wie gesagt, gerade für Anfänger gut, wo ich ehrlich sagen muss, es ist ein mega geiles Update, was da reingekommen ist. Kann ich mich nicht beschweren, Freunde. Lasst mich auf jeden Fall wissen, falls ich irgendwas Relevantes vergessen habe, was diesen Clucking Bell Farm Raid angeht. Ich hoffe natürlich, dass ich euch irgendwie weiterhelfen konnte. Falls das der Fall ist, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass in den kommenden Wochen wieder ein paar fette Money Raids kommen. Das ist der Plan. Checkt gerne alle Links in der Videobeschreibung ab zu Instagram, Twitch und meinem Shop etc. pp. Wirklich viel, viel Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Watchtime. Vielen Dank für den Support. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao, ciao.